immer sehr gerne hierher. Es gibt mir neue Impulse. Ich treffe Leute an, die ich schon lange nicht gesehen habe, wo man sich austauschen kann, wo man entsprechend auch ein bisschen sieht, wo stehen die Leute mit ihren Ideen, mit ihren Vorhaben, Initiativen. Und es ist immer auch ein Zeitpunkt für eine persönliche Standortbestimmung. Ich habe jetzt schon das dritte Mal dürfen am Festival teilnehmen und ich sehe, dass es wächst, auch nicht nur von der Größe, aber auch inhaltlich und vor allem auch die globale Perspektive, die ihr zusammenbringt mit dem lokalen Zürich, ist extrem spannend. Ja, beim Digital Festival, das ist so eigentlich das eine Event in der Schweiz, wo, finde ich, auch ein guter Mix zusammenkommt aus, ich nenne es jetzt mal ein bisschen alteingesessene Unternehmen und so ein bisschen der jüngeren digitalen Welt. Da sind wir als Comparis auch so ein bisschen mittendrin. Wir sind 1996 gegründet, älter als Google, sind jetzt auch nicht mehr ganz jung in der digitalen Welt. Aber man kann ja einfach wieder gute Ideen mitnehmen, gute Gespräche führen, wie bei so einem Event jetzt. Und das macht sehr viel Spaß.